Heilung seeke. Dat is wat we willen. Dat is wat onze beroeping van God is. En dat is de alleenheid wat we hebben, dat we heiling zeken kennen. En waar het beeld wat jij al in de klas gehad had, dat we werkelijk deze stoppen gaan. Du kost een zeil heiling geven, wanneer ook al je raad is. En hier zijn ook dingen wat we als Seelsorge en de alleenheid hadden, dat we kunnen prüfen. Als hij al je raad, dat als hij niet bewonen stoppen, als hij. Heeft hij deze heiling al gekregen, heeft hij niet. En wanneer de heiling niet was, dan waren we dat proces en de heiling durchgegaan, wat de Bijbel ons leren deed. En daar vingen we aan, Psalm 147. Daar zei het, er heilt die zerbrochenen Herzen sind en verbindet ihre Schmerzen. So, wann wir nur diese Heilung sehen, dann werden wir dort tun, was Jesus getan hat, wo unsere Wunde geheilt wird. Wo er das Wort Gottes brücken hat, diese Erklärung zu geben, und das ist, was wir kennen. Wir finden feine Beispiele an der Bibel, wo uns erklären, dass wir Heilung brücken. Und dann hilft das wenig, wenn wir dem bloß Wahle waren betieren. Das ist, was einer auch merken hat, dass some Menschen, die donen den betieren, einer zweimal nach mir und sagt, ich habe mich achtmal betiert, immer wahrer, wenn ich einen Seelsorger ja gehe, und sage mir, wo mir das geht, dann sage ich dir, na, du bist nicht betiert, du musst dich betieren. Und ich habe mich achtmal betiert, und ich habe noch einmal die Weidung an mir, ich habe noch einmal nicht das sichere Leben. Weil ich sage, dann werden wir nicht mehr betieren, dann werden wir mal Heilung sehen, eben dort, wo du verwundet bist. Oder werden wir mal rot sehen, eben dort, wo du nicht rot eben hast, wo du einmal wahrer faul ist. Oder werden wir mal dort, wo du gebungen bist, eine Lösung sehen. Und das ist endlich, was wir brücken, das auch zu prüfen, als der Mensch all wahre geboren, aber dem fehlt nicht noch die Heilung von der wahre Geburt. Kolosser 3 erklärt dort, Vers 7, da sagt er dann, die Dinge, wo wir erst beinahe lebten, dann wieder beinahe wohnen. Für unsere Bekehrung haben wir ein Ding gelebt, wo nur die Bekehrung wie Heilung überbrücken tun, oder Lösung überbrücken tun. Und dort wie an diese Ding verwärts kommen mit dort. Verbing am seine Weidung mit Wort, mit Gottes Wahrheit. Gott seine Wahrheit in der Bibel sehen, wer hat uns gemerkt? Wo hat er uns gemerkt? Wo schafft deine Seele? Wo schafft der Geist? Wort ist Gottes Plan dabei. Und wenn wir die Wahrheit nehmen, und uns dort nennen lassen, dass er wirklich Heilung kriegt. Ich sage manchmal, dass Kara wird wieder rumbacken oder der Tape wird wieder rumbacken, dann, das ist alle Wahrheit von Gott sein Wahrheit. Dort brücke wie die Bibel zu finden, was die Wahrheit ist, wo die diese Weide kostenlos waren und wo das kann heilen. Und da will ich Lothar noch ein bisschen mehr von reden, aber diese Heilung kriegt, ist sehr neidig. Ich sage manchmal, wie brücke zu verstehen, dass wir seelisch emotional sein, dort wie du auch leben können. Unsere Emotions leben auch. Und wenn ein Mensch wirklich in der Weidung ist, dort die Heilung brücken hat, dann brauchst du ihm zu erklären, wo du hätte ein Gebet können und diese Weidung nennen können und sich Jesus Christus seine Radung in Heilung durchstahlen an diese Weidung, um dort er rückt. Ich sage manchmal zum Mann, wenn sie eine frühe Weidung ist, dann du noch mal seelische Connection machen, Marar. Fod er mal an der Hand an, check er an die Augen, frag er mal, wo geht die dort von dir an? Wo feilst du von dir an, über der Weidung, was du dort von dem Vater oder von der Mutter oder von wem belebt hast? Ist dort an der Hand dein Hort? Frag er mal, kann ich mal dein Hortchen in mein Arms holen? Ich liebe diese Seier. Ich würde gleich, und ich kann diese Weidung mal mitfeilen mit dir, was die immer noch weidet. Das ist ein Heilungsprozess, was wir können tun. Und wenn du diesen Weg warst, ich sage manchmal sogar, kann ich dort mein Jaltje, wo das so beschädigt ist, kann ich dort mal meine Hand holen, kann ich mal mit dort berühren. Du hast ja dort oben, weißt du, dann muss ich mal der Weide gerührt. Und wenn ich dann rührt, dann der Arme ganz gelohte Antworten und sage, Jesus, schick mal hier, meine Leibe früh. Die haben einmal Weide von 20 Uhr trägt. Und da, was auch da passiert ist, das hat von da nach weit. Und wenn ich so ein Ding da, was ähnlich sind, gewesen ist, da, dann rot die waren, als alles zugeschlossen. Jesus, weißt du, von da geheilen? Du bist am Kreuz gestorben für diese Sünden. Du bist am Kreuz gestorben für die Weidung, du hast Heilung. Bet Heilung ein paar. Lass er sich ausrohren da. Wenn da passieren wird, du warst nicht viel mal derbe,
dann erst dort Schlamms fängt an zu heilen. Dort desst du dort Schlamms rein, je durch die Glaube an Jesus Christus. Dort heilt erst dich, was diese Weidung wegnehmen wird. Und wenn dieser Heilungsprozess, du wirst staunen, dann wirst du auch keine Rot gehen. Weißt du, wenn das wahr ist? Wenn du wahr so fällst, komm nach mir. Ich will die Antwort, das ist Jesus die Antwort. Ich sehe dein Mann, ich liebe dich. Und diese Weidung, die will ich mit dir taubtrauen. So ist Jesus, der betont hat vom Kreuz, so will ich ein Port sein an deine Weidung. Ich will mit dir überrühren, wenn du rufst. Wenn du fällst nur lachen, ich will mit dir lachen. Dann wird diese Weidung rutschen. Wenn du wirst nicht viel mal derben, dann wird die früh sein, weißt du was? Das ist mir alle wach. Ich habe einen kleinen Trouble, Maya. Das ist alle wach. Weißt du, das ist ein Heilungsprozess, was wir wirklich gerne tun. Gottes Wahrheit an dieser Heilung und an der Weidung nennen tun. Du hast die Antwort. Live durch Jesus Christus. Und weißt du was? Wie sind Gott sein Ebenbild? Das ist, was wir kennen können. Ich als Mann und du als Mann, oder du als Mom, oder du als Frau, wer immer du bist. Du kannst Gottes Ebenbild wirklich an dich. Wenn es der Gottheit ist eingeworden mit uns, der ist das nie bunt. Der Leib, was Gott hat, der nächste Mensch, kann durch mich passieren. Dort muss ich meine Berufung klar haben, dass ich wirklich die sehe, was Gott brücken kann. Dort muss das Mann klar haben, dass du beste Mann, das in Epheser 5 sagt, dass du beste deine Früh, dass Jesus zu der Gemeinde ist. Wenn du diese Klarheit hast, du bist das Ebenbild von ihm, dann kannst du wundervolle Dinge tun. Wir sind wundervoll erschaffen. Gott hat alle geplant für uns. Wir sind dort dazu. Diese Radung, Heilung, die kommt durch Leib von Jesus Christus, durch Menschen. Hij laat het durch Menschen passieren. En du en ik zijn Porten. Wie kennen ze? Want wie ons wirklich brücken loten van Gott, dan passiert die Heilung krank door. En dit hebben we durch hem gebed en onze emotions nennen gonen, die connections melken. En dan zijn we eind met Jesus Christus im Geist. En du hast wat Heilung passiert hat. En dat is zo wundervoll. Deze leven, wat wie kennen geven, durch de almachtige Kraft van Jesus Christus. Waar hij eindmacht van hemel naar ons. Dit is eindelijk dat wat ons kan in je gebrokenen hart heilen. Ik heb hier een beeld gemold van in je gebrokenen hart. Wat veroorzaakt is door je leven van weinig wat er je passiert zijn. En hier hang ik mijn bed wat van te haan. In 1 Johannes 5, 18. Daar zeg je dat leef dat de angst uitdrijven, ja? En in je gebrokenen hart leeft een angst. En in je gebrokenen hart is eindelijk een hart wat niet leven nemen kan en ook niet leven geven kan. En dat is wat we veel vingen doen aan zo'n mensen wat er beschädigd zijn. En ook ik zal zeggen wat er weidog en angst metdragen van verde bekering, dat is veelmaal die hart in je gebrokenen hart. En dat maakt wie dat die is immer gedreven en angst. Die is immer angst voor weidel. Meest alle entscheidungen wat die deed, dat deed die nur de angst, nur dalle aus werkelijkem geloven, dat die abgefällt is in de leib. En dat heb ik veel gemerkt, dat lied, zum Beispiel morgen früh, wanneer die in de eigen troubles hadden, dat had veel meer met dit te doen, dat die früh oder die morgen, haf een gebrokenet hart van jong, en die zijn zo stort bevriet worden, eindje worden, aber da sind immer weidog twaschen, die funktionieren korrekt so wieder, als het fern bevriet is, je weißt. En veelmal jef dat grote troubles mank eigenlijk, wenn's de man, zum Beispiel de Frühhafen gebrokenet hat, de man weit nicht am te gaan met dat, wenn's da sind samm städte, du hast immer de früh empfindlich. Hij versiegt alles te doen, wat hij kan, dat hij de früh wel de leib geven, wat am verlangt er te geven, en ook dat die vrouw zal je leven feilen, maar hij wordt aan het hoofd niet. Dat functioneert bloos niet. Hij kan verzetten wat hij wil. Hij neemt dat immer negatief. En dat heeft te doen met dat hij een gebroken hart heeft, waar een angst bij is. Wanneer zo'n en zo'n passiert, dan schlitst hij zich touw ora er je dat in de weidog neemt. En daarvan kan ze niet leven nemen. Dat is veelmaal de man die zegt, ik heb alles geproefd wat ik kan, dat schaft alle goeie. Wanneer ik haar ook leef geef, ik neem haar met naar mijn restaurant, of ik breng haar bloemen, of wat immer het is. Maar dat is immer hingen te feilen, dat is een angst. En dat zijn gebrokene horten. Die maken zich een schutswond om zich. Even zo'n ding.
En dit is een ding wat ik ook wel zei, hoe wie ons aan de vingen, wie brokken niet plus zei, dood die mol die man leven, waar hij die leven deed. Wie brokken mol te zeken hoe hij of zij en je brok niet hoort haar. Wat je passiert is in haar leven, waarom dat ze dat deed. En zij heeft veel mol kämpft dat van de voeder. De dag dat is abgewassen onder de voeder en de haven je brok niet hoort, je krijgt derig wat de voeder die toe are. Wat mens emma vlech in wat trouble is, dal worden, oura hoort reden, zo'n ding is dat dat jef ne weidog, lota, dan is er emma angst voor een mansmensch. En wanneer de man dan is, na man fortig om hafnam kämpt, dan fort er angst waar er nennen er hoort, en er dat zelfs jemma nach wei, wat eerst jemma wei deed. En zo'n beleef je Eva en Eva, eine vrouw zei mal, dat wanneer de man maar eenmaal even om haf geroepen deed naar de jongens, dan wordt ze ganz flatterig en schwak. Waarom? Wenn ze had nog eenmaal weidog, wo er voeder had de jongens uit te schreien. En er man wie nus dal, aber er voeder zo nan, dat ze veel naar uitraan en schrien. Toe de man schrien niet zo, wenn ze haar veel zich dat waren en wat, wat er had gebroken wie. En die beuze zich een schutswond daarom, die willen zich dat beschützen. Sam, zo'n vrouw is dit, die had zich de uren toe geholen. Ob es wie ganz flotterig was, wenn der Mann nennt ihm, dann hat sie von Angst den Mann eingeschickt. Ist die da oder ist er nicht? So, das ist ein Ding, was da passiert, dann, der versichert sich zu beschützen, diese Angst. Und wenn die in dieser Angst leben, dann machen die Entscheidungen nur die Angst. Und dort ist verursacht, warum dort ein Trouble gibt zwischen Mann und Früh. Und diese Früh, die kann nicht die Leben nehmen. Der Mann kann dann nicht kommen mit einem Schmack, der kriegt die Blumen. Aber die Frau checkt vor Angst, wenn sie weit nicht wort aß. Die nimmt die Blume dann mit Angst und Dankeschön, und jetzt ist dort wahin, reicht die Wahin des Mondes, steht da verblüfft und weit nicht, was meine Frau. Warum hat die Angst? Der ist wahrscheinlich beschädigt und der braucht Heilung über das. Hier sind war ein paar Dinge, wo je weiter aus einem Mensch, aus einer Person in geschlotenet wort haft oder aus der in gebrochenet wort haft. Weil, some würde sagen, mag kein Unterschied, ich kann ein Bett nicht leben nehmen. Und die sagt, hält sich das Glück. Aber wie können verschiedene mit das umgehen? Und eine Person, die ein gebrochenes Herz hat, die redet immer von seiner Weide. Dem ist alles immer wahr, dort und dort ein Jahr, dass das mir so weit. Die wird leicht beleidigt und redet davon. Und wenn du was ein gebrochenes Herz eine Heilung sehen, dann machst du mal einmal so, du mit einer Wundwurst tun. Was eine offene Wunde ist, das nicht geheilt ist, dann musst du das mal schmacklos reinmerken, durch die Wahrheit vom Wort Gottes. Gott seine Wahrheit und diese Weidung nennen können und erklären, dass die Heilung ist, dass den frischen Glauben kriegen wird. Und wenn er das Glauben kriegen wird, dass meine Wunde, meine Weidung keine geheilt werden, dann musst du das Taubaken. Und wenn ich sage Taubaken, dann musst du die Person mal erklären, versichern, nur Gottes Wort noch checken mal. Nu habe ich das besättigt. Wie hat das nun Tritts gedacht? Wie hat diese Heilung gebetet bei Gott? Jesus konnte verstehen und er weiß, dass er weiß. Und nicht dort abverloten. Nicht lohnt dort mal los, der Weidog. Und da nicht immer waren dort oberreiten und davon reden. Ich weiß, ich habe mal einen Mann, der kam nach mir auch und der hat auch ein Problem bei einer von Weidog, was am Arach behandelt geworden. En die redt to me davon, en dan een jaar wieder redt Wara to me davon, en dan een jaar wieder redt Wara, ungefähr krijgt de tijd, weet ik niet. Aber hij redt Wara davon, dan maar eenmaal vroeg het je hem, hoeveel hast du, wo die immer Wara van dit redet is? Dan nahm hij op, en ik glaube, dat wir 13 verschiedene personen, wo hij immer handvoert en dit zelfs even ging. En daar zei ik dan ook maar eenmaal taam, ik zei, du hast een gebrokenet hart. En wenn du nicht weißt, die Heilung aannemen van Gott, dat hij dat alle dagen waren opgeritten is, dat kan niemals heilen. Dan komt er al die oude laf naar, dan die dat kracht zo wieder. Wanneer dat eenmaal rein gemerkt is, dan willen we dat niet toe baken, dan willen we dat toe loten, dan loopt dat allemaal heilen. En dat kan zijn dat wat hij een paar dagen naar zij weidoen, en bereidt dat niet op, loopt dat toe. En dat zei ik toen bijspel, wanneer we wel een persoon helpen, wat een gebrokenet hart heeft, dan moet je den proces durchgaan, wat de Bijbel leert dat de heiling daar is van Jezus Christus. En dat we de weidog kennen bij hem kriets loten. En dat we dat eie zundet wat deze weidog gebracht heeft ook noem kriets drehen. En aner kennen geven dat als de teufel wat hier bijna schoffen deed.
dan dou wie maar tot karakters van wie ons betieren dan begonnen om kreets en nemen de genode van de heilung en dan de persoon erklaren tjekkemol. Ne wewe dat ze reimer zaas vers 8 by 12 zacht. Jezus starf voor de zin te eenmol. Wieder leeft hij God. En dat hij op des wacht. En dan zegt hij in alle vers, nu houd die daarvoor, dat du te deze zin gestorven bist. Nu zie nicht ware gehoorzaam. To de laste wat de teufel in die wil doen. Correct zo met zijn gebrok niet wat. Want hij al zijn beleidingen en weidogen heeft uitgebracht. Dan hem dat mal den weich erklären, goon om tjeriets met dat lood dat los. Geef dat onerchaning aan ons dat de teufel wat het is. En ik lood hem doorleggen en ik stof te dat. En ik hou me daarvoor, ik zie daar niet los van. En ik geef niet meer je hier. Tot die viele, wat er aan waren, wel eruit komen. Want dat toe je bakte dan nog met weidheid, behoor ik dan niet nog. Wie had het je heilt. En dat is een geloven wat we kennen. Nemen van God dat deze heiling daar passeren heeft. Red niet immer waren van die weidog. Laat hem maar los. En weet je wat? Dat wordt heilen. Want die dat is, en je bed. Maar die persoon noem je reeds gewoon. En die dat hem geloven aannemen dat. Dan maar eenmaal lood als hij ze. Mij veelt dat niet meer aan dat te reden. Dat andere denkt. Dat bloos een dokter is. Bloos een Seelsorger. Ik zei die man ook. Ik zei. Wanneer die nog eenmaal reden is van dat. Dan doet hij mij. Ik zie allemaal op hem horen. Maar goed niet 13 andere mensen dat zijn. Wens van dat 13 verschillende hangen. En die woont aan parken doen. Dat je zei veel eier zondert. Dat maakt die confuse in die geloven. Oder brok die vrouw. Zei die dat, dat die beten kon. Emma op zo'n weg, dat ze teufel wat die nu waren, wel dat te overhieten. En je bij dem te verloten. En doe God zijn heilung dan aan. God zijn waarheid. Weet je, wanneer dat passeren kon, dan deed hij niet meer entscheidungen maken uit angst. Dan maakt hij entscheidungen uit leiden, dat Jezus de heilung gedaan heeft.